Kauf dir ein neues Auto, level ihn. Kauf dir ein neues Auto, level ihn. Ja! Kauf dir ein neues Auto, level ihn. Moment, Trinkpause. Boah, trink leer. Kauf dir ein neues Auto, level ihn. 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 Was? Ja! Kauf dir neues Auto, level ihn. Wir brauchen uns nicht viel unterhalten, wenn der die ganze Zeit rein will, versteht? Ja, hat ein Talent für. Tolle Unterhaltung! EA Racing Pack Steam Gift. Was? Inklus 5 Spiele, Need for Speed Undercover, Burnout Paradise. Bloß nix von EA. Burnout Paradise, the Ultimate Box, Need for Speed Shift, Need for Speed Hot Pursuit 2 und Das ist ein Steam, also halt auf Steam dann die Spiele. Nicht auf Origin. Hauptsache keine EA. Doch, bei Origin habe ich mehr Spiele als bei Steam. Ja, ich hast du auch. Aber auch nur durch dieses Bundle damals mit Battlefield, Dead Space. Das waren allein schon mehr Spiele als du bei Steam hast. Ja. Kennt ihr Flat aus? Was? Ja, ich kenne Flat. Aber ist nicht so. Nicht. Ich finde es voll cool, das zwei. Spechte. Ich tu meinen. Kauf dir neues Auto und level ihn. Steven, bitte. Er sollte sich neues Auto kaufen und ihn leveln. Ich hab kein Geld für ein neues Auto. Und ihn leveln. Was? Und ihn leveln. Was ist? Und den neuen Auto leveln. Im Spiel. Ja, in echten Leben kannst du dir ruhig auch ein neues Auto kaufen. Ja, ist klar. Ich scheiße auf Gold. So sehe ich auch aus. Kauf dir ein neues Auto und level ihn im Real Life. Ein Fahrzeug im Real Life leveln. Was fällt dir auf? Wird auch interessant. Also das Endergebnis musst du mir zeigen. Ich glaube, Marcel will das Endergebnis dann aber auch sehen, ne? Was? Was denn? Was? Ah, ich dachte gerade schon, du bist eingeschlafen. Es hat gerade gelackt, ich habe gerade nichts mitbekommen. Marc. Willst du nicht auch das Endergebnis sehen, wenn Ruben sich im Real Life ein neues Auto kauft und den levelt? Ja, mit Straßenrennen. Das Auto will ich dann sehen. Ja, mit Performance-Ausstattung im echten Leben. Nee, Race oder Performance, entscheid. Oder Gelände. Gelände, zum Geländegolf. Obwohl, Gelände wäre auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise Rallye. Wenn ich hier eher gebrauchen kann. Nein, du holst dir jetzt kein Rallye. Nein. Was piept hier eigentlich die ganze Zeit auf dem Spiel? Bei mir sind es gerade vielleicht die ganze Zeit die Slalom. Also das piept bei mir die ganze Zeit. Jetzt hätte ich eine Idee gehabt, aber es ist ein Shooter. Wie da wäre. Was plant ihr eigentlich, verdammt? Ich habe ihn beauftragt, ein Spiel bei Kingu immer noch spielen zu gucken, die auch du mitspielen würdest. Alien Colonial Marine. Nein, das wird nichts für ihn. Naja. Hab mir schon gedacht. Das ist das gleiche, als würdest du Ruben nach Command & Conquer fragen. Bei Reflexen wie ein Stein wird das eher weniger was, außer du willst untergehen. Zumindest wenn wir in einem Team spielen. Es ist gerade wieder kurz richtig hart abgebrochen. Ja, deine Verbindung ist gerade scheiße, das hört man. Ja, aber man hört es wirklich, dass er nicht gerade ideal ist. Sprich, seine Verbindung war schon mal besser. Diese Crew-Dienste sind nicht erreichbar, super. Ja, die Crew-Server waren auch schon mal besser.
Ubisoft ist heute an sich einfach mal scheiße, ne? Irgendwie haben sie es heute. Ja. Oder auch nicht. Muss also sagen, ich habe volles Internet, ne? Volles Internet? Ich glaube, er ist über WLAN drin, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Du hast volles Internet, das heißt, du bist über WLAN drin. Ja, über LAN steht da nicht, wie viel Balkenverbindung du hast. Doch, auf Skype. Skype, das... Danach kannst du ihn nicht richten. Nein. Skype, das ist wie so ein Zauberwurf. Beziehungsweise wie so ein 20-seitiger Würfel. Mit Glück erwischst du die richtige Zahl. Mit Pech gibt dir irgendeine andere Zahl. Was könnten wir zusammen zocken? Pokémon! Genau, dieses Pokémon-MMO. Ich warte wirklich, dass die Macher bzw. Game Freak endlich mal ein richtiges Pokémon-Spiel machen. Also wirklich das, was mit der Story zu tun hat, aus der Serie. Das gab's noch nie. Ja, das kannst du aber lange warten. Ohne Witz, das perfekte Pokémon-Spiel. Alle Regionen erreichbar. Richtige Story. Alter, das wäre ein Traum für jeden Pokémon-Fan. Nein, ich kann nicht euch jetzt an Spielen bloß... Wenn es nicht unbedingt ein Shooter sein soll, Ego-Shooter, irgendwie solche Survival-Spiele vorschlagen oder Rennspiele, weil. Survival! Sonst gibt's auch nicht viel. Wie bitte? Oder Arma 3. DayZ nicht. Hauptsache nicht sowas wie DayZ. Altes Life wäre noch in Ordnung. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Arma 3, altes Life. Los, aber da würde ich den Server machen, Ruben. Ja, du hast hier noch Offload, aber wenn ich über meinen Server laufen lasse, geht's ja auch noch. Wir sind ja nur zu dritt. Mein Upload ist um wir einiges halt besser. Ruben, sagen wir es so, mein Upload ist besser und wenn er total breit getrampelt ist durchs Hochladen, wie vorhin beim YouTube-Video, stellt YouTube trotzdem, während ich nebenbei noch Videos gucke, automatisch auf Full HD. Der Upload hängt nicht groß vom Download ab. Wenn der Upload komplett breit getrampelt ist, bei einer 100.000er Leitung ist das dem Download scheißegal, ob man gleichzeitig hochlädt oder nicht, sagen wir es so. Da ist noch genug Download da. Trotz breit getrampelten Upload. Immer die Leute, die ihre Leitung so breit treten. Tut mir leid, bin drüber gestolpert. Ich würde zum Beispiel. Ist es ja auch. Habe ich sogar vergessen, was ich sagen soll. Da es ein Unterflugkabel ist, ist es ja noch schwieriger zu sehen. Weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass man drüber stolpert, sogar noch einfacher ist. Das hat Logik, ne? Das lobe ich mir. Nimmst du jetzt gerade eigentlich auf? Ja. Ach, hi. Ich dachte voll, das wäre nur Witz. Weil du überhaupt wiederkamst, 3, 2, 1. Toll! Nee, tut mir leid, du kamst wieder? Du bist doch im Spiel! 3, 2, 1. Ich sag mal so, wir haben alle 3 OC und der Gabe hat's auch. Wir haben alle Garry's Mod. Selbst Phyllis und Gabba. Ja. Soll das jetzt eine Andeutung sein? Nein! Wie kommst du drauf? Weiß nicht. Als ob ich jemals Andeutungen machen würde. Schwachsinn. Nee, das würde ich doch niemals machen. Nee, oder, Mars? Nee. Warum sind eigentlich alle Medaillen mit Fehlern auf? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und die Frage bleibt bestehen. Warum hat er sich vorhin über irgendeinem Proxy angemeldet? Der Uplay. Eine andere Frage. Kennt ihr Strike Vector? Was ist? Strike Vector. Strike Vector? Das hört sich wie irgend so ein Skill bei League of Legends an. Oder Champion.
beziehungsweise dieser Strike ist der Team für den Champion und Vector ist der Champion selber. Strike Vector, Strike Vector, 12 Euro auf Steam. Was? Was für ein Spiel? Beziehungsweise schick einfach Link rein. Irgendwann ist gut. So halt. Ruben? Dein Mikro hat dich komplett runtergepegelt. Jetzt darfst du es wieder einen Meter vor dich stellen. Beziehungsweise ja, 10 Zentimeter. Willst du jetzt gefahren werden? Wie bitte? Was? Ich hab grad kein Wort verstanden. Hab ich nicht? Ja, ich liege immer dafür. Hab ich nicht gesagt, das machen wir am Wochenende? Bitte. Was will er von uns? Ich hab keine Ahnung. Ich rede mit der Phyllis. Achso, sag das dann gleich! Okay, was ihr am Wochenende schon gemacht habt, will ich gar nicht wissen. Viel zu viel. Wir verstehen. Ja, Ruben weiß ja, worauf ich hinaus will. Ich sag nur, wer zweideutig denkt, ist eindeutig besser dran. Stufe 49 reicht mir. Nee! Ist voll low level. Bring jetzt die Phyllis nach Hause. Okay. Bis gleich. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Endlich. Ist er weg. Bist du heute wieder nett? Bin ich doch immer. Ja, ja. Aber du kannst nachher nicht sagen, wir haben heute nicht genug aufgenommen. Wir haben heute nicht genug aufgenommen. Also jetzt dürftest du wieder Vorrat haben, vor allem da du immer mitten in den Sätzen schneidest. Was du jetzt mal, was du auch mal versuchen solltest, ein bisschen anders zu machen. Ja, es ist eigentlich so schön einfach, immer den einfach durch den Schneider zu jagen und anstatt, dass du immer noch mal reinguckst, immer auf 20 Minuten ungefähr, ja. Dann im Moment nach einem Satzende raussuchst und da schneidest. Nö. Das wär schon wieder zu schwer. Das wäre ja Arbeit, ne? Ja. Stimmt. Hätte ich grad fast vergessen. Scheiße. Irgendwas, irgendeine Möglichkeit, wie man sich keine Arbeit macht damit. Ich habe eine Idee. Seine Faulheit ablegen. Nee, von der Idee halte ich nichts. Das war mir schon klar. Ich hätte mit nichts anderes gerechnet. 6001 Punkte. What? Ist so, gefällt. What? Und nein, ich übersteuere nicht. Nee, das ging sogar. Cool. Ich übersteuere ja gar nicht. Yeah. Oh, das war knapp. Oh, I'm sitting here in the boring room. It's just an average Sunday afternoon. Yep. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened. I'm the wonder. I'm turning my head up and down. Schnauze! Turning around and all. Halt die Schnauze! Just a yellow lemon tree. Sing that. Dap da da dap, dee dap down. What then? What is denn? What is denn los mit dir? Was du nerven kannst, weißt du, ne? Ist langweilig. Das merkt man zum Glück gar nicht. Slalom-Tests werden langweilig auf Dauer. Ich mach die ganze Zeit Sprungtest. Vor allem, sobald ich einen Pfosten verpasse, startet direkt neu. Was bin ich bei Slalom-Tests? Doch. Was bin ich bei Slalom-Tests? Wobei selbst Bronze-Teil hier drin schon Upgrade wäre. Und jetzt werde ich von der Polizei verfolgt. Egal. Durch das Neustarten bin ich jetzt schon wieder entkommen. Ah.
das langweilig. So, also gut, das sieht bis jetzt nicht so gut aus. Du bist mal drauf, wenn immer wenn der Mond scheint, denke ich da halt noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trost, wenn immer wenn der Mond scheint. Schnauze! Sauer kann ich gar nicht drauf. Was ist? Kann ich gar nicht drauf. Warum? Weiß nicht. Auf was jetzt? Auf Alligator? Ja. Warum nicht? Ich mag Rap allgemein nicht. Von ihnen ist doch auch, willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Nee, die kann man sich auch nicht auf Dauer antun. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen. Ja. Dein Einfrag ist ein Ort, an dem mein Schatz schlummert. Könnte mal erwähnt haben. Stufe 48, das geht noch besser. Irgendwann mal. Wir müssen irgendwann wirklich irgendwelche Challenges mal auf dem Kanal wirklich gut reinnehmen. Die ersten ist geplant jetzt. Wie? Glühen meine wir Bremsen? Nehmen, wir machen irgendein Duell gegeneinander und der Verlierer muss irgendwas machen. Und nein. Nix mit Facecam, sagen wir es so. Mit Facecam. Nein. Ich stehe überhaupt nicht auf das. Auf irgendeinen so Scheiß. Wo man irgendwas bestimmtes physisches machen muss. Also das erste für dich würde ich sogar schon wissen. Du musst den ganzen Tag gesungen sprechen. Beziehungsweise singen sprechen. Glaubst du selber nicht? Doch denke ich. Oder? Wie willst du das kontrollieren? Skype laufen lassen. Während der Schule. In der Schule einfach bin ich einfach in dem Pausenraum Müllcontainer. Und ich frage deine Klassenkameraden. Beziehungsweise sag deinen Klassenkameraden was. So ach, die kriege ich schon auf Thirsten. So einen chilligen Leon. Ja, der liegt jetzt immer chilligen Leon. Die muss ich bei Gelegenheit mal treten, dass sie mir Anfang nächster Monat Spritgeld geben. Und wie war das eigentlich, als Kirsten euch immer gefahren hat? Kirsten war ja nur ein paar Mal immer nur. Beziehungsweise sie hat ja meistens nur mich mitgenommen. Hast du ihr dann immer Spritgeld gegeben? Ja, irgendwann hat sie mal was gekriegt. Ja, du fährst ja jetzt mehrere. Ja. Muss nicht mal einer immer so das ganze Geld zahlen. Ja, ich fahr Kirsten, Leon und Flo. In der Reihenfolge. Kirsten, Leon und Flo. Warum in der Reihenfolge? Ach ja, weil Flo am selten in der Schule ist. Nee, weil das ein Weg ist, die einzusammeln. Also du kommst bei Kirsten an. Kirsten, du musst demnächst Tankgeld mal ein bisschen was geben. Na, oh, das komm, meine ich doch nicht. Du holst Leon ab. Leon, du musst mir demnächst auch mal ein bisschen Tankgeld geben. Wenn ich sie alle eingesammelt habe, dann nerv ich sie einfach mal. Für jeden Einzelnen wäre mir zu blöd. Sag ich einfach, dass sie alle mal fällig sind mit Spritgeld. Jeden Einzelnen wäre das doch nicht mal. Das wäre erst eine einzelne Person, dann eine einzelne Person in Begleitung von Kirsten. Ja, super! Dann eine einzelne Person in Begleitung von Kirsten und Leon. Geil. Beziehungsweise anwesend. Meine Bremsen. Ohne Witz, ich hab bisher jedes Mal in diesem Slalom-Test damals, habe ich immer Platin direkt geschafft. Ich krieg's nicht mehr hin.
Ich komme nicht mehr auf Platin.